Das ist kein erlaubter Zug. Eine europäische Variante. Arocco. Interessant, aber unehrenhaft, wenn du nach anderen Regeln spielst als dein Gegner. Das mögt ihr anders sehen, wenn ihr Sultan seid. Soll ich ihn zurücknehmen? Süleyman, ich weiß, es war sehr hart für dich. Mein ewiger Streit mit deinem Vater um Bayezids Thron. Großvater hat euch erwählt und sein Wort ist Gesetz. Daran gibt es nichts zu deuten. Euer Vater und ich standen uns einst nah. Aber seine Grausamkeit und sein Ehrgeiz haben... Ich kenne die Gerüchte, Onkel. Nun, ich treffe mich bald mit dem Visieren. Sollen wir ein anderes Mal weiterspielen? Wann immer ihr wollt. Ezio. Tarik verkauft Musketen an einen örtlichen Schurken. Manuel Palaiologos. Palaiologos. Traurige Geschichte. Der letzte byzantinische Kaiser war Konstantin Palaiologos. Falls sein Erbe eine Art Miliz bewaffnet, wird der Konflikt eskalieren. Tarik weiß, wohin die Musketenlieferung geht. Wenn ich ihn ausfindig mache, kann ich den Waffen folgen bis zu den Byzantinern. Er ist wohl bei seinen Janitscharen in den Baracken. Wollt ihr euch ihnen nähern, müsst ihr einer der ihren sein. Kein Problem. Güzel. Besorgt euch die Information? Dann tötet ihn. Seid ihr sicher? Ihr sagtet, Tarik und euer Vater seien gute Freunde, Süleyman. Das ist wahr, aber ein solcher Verrat an meinem Großvater verdient den Tod. Verstanden. In die Schatten. Ezio macht von Tarik Baletti den Standort der Templerarmee erfahren. Beschaffen Sie sich eine Verkleidung als Janitschar, um in seine Nähe zu kommen. Ein Gegner aus einem Versteck raus eliminieren. Ja, genau. Weiß ich auch schon, habe ich auch schon eine Idee. Kann ich mir auch noch gut dran erinnern. Ich hätte gekniffelt, Jungs. Das war nicht mehr feierlich. So. Hier haben wir ein bisschen Zeit. Hier haben wir ein bisschen Zeit. 3 Stunden etwa. Plus minus, ne? Klar. Dann haben wir 2 Stunden. 45 Minuten oder so. Was weiß ich. Zählt von 100. Yes. Läuft bei mir. Eigentlich nicht, aber... Sollte ich doch vielleicht vorher noch den Aussichtspunkt machen. Muss ich nur noch einen Aufweg finden. Nein, tue ich nicht. Ja. Und dann, vor allem, das ist genau die Stelle, wo ich noch keinen einzigen... wo ich noch keine Feste gemacht habe. Ja, das heißt, schön Sperrgebiet.
Wohl besser, wenn ich hier den Aussichtspunkt mal mache. Ich denke schon. Der Leiter unserer tapferen Bewahrer von Byzanz hat ein Dekret erlassen. Meine Geduld hat bald. Bitte tötet mich nicht, ich gebe euch alles, was ich habe. Hey, was hast du vor? Für einen so alten Mann wie einer Stadt. Meine Geduld hat bald ein Ende. Behalte deine Hände da, wo ich sie. So eine Scheiße. Waren das nicht mal zwei? Janichan? Aber ich brauche eh nur eine. Zum Teufel treibt ihr jemand Fäße? Karatzin, was war das für ein Knall? Eine Bombe. Das könnte hässlich werden. Wer weiß, was der noch mit sich herumbringt. Verkriechst du dich hier, mein Freund? Haltet ihn auf! Verdammt, wo ist er? Verdammt, entdeckt. Ja, so wollte ich das. Ich wollte eigentlich den anderen einen anlocken. Ja gut, das kann ich auch anders machen. Ich kann ja auch einfach hier die Roma nehmen. Meine Geduld hat bald ein Ende. Brüder, halte deine Hände, damit ich sie sehen kann, Halunkel. Was war das? Teufelsnamen, das war aber knapp. Ganz in der Nähe. Riecht ihr das auch? Selbstgebaute Bomben. Seid vorsichtig. Bürger, die ihrer fiskalischen Pflicht nicht nachkommen wollen, müssen Ausnahmeanträge beim Registrar stellen. Oder alternative Lösungen mit dem Mobil. Ach ja, man muss den isolieren, das ist schon klar. Ich probier's. Ich probier's. Meine Geduld hat bald ein Ende. Was macht ihr denn da? Wollt ihr, dass ich mir den Hals breche? Bleibt der da?
Die neue Abgabe für die Untermauerung der Sicherheit des Landes hat im ersten Tag des nächsten Monats in Kraft treten. Bürger, die der fiskalischen Pflicht nicht nachkommen wollen, müssen Ausnahmen antreten oder alternative Lösungen mit den mobilen Schuldeneintreibern verhandeln. Wo geht der denn jetzt hin? Ziemlich hinterher. Ich hätte auch noch Wurfmesser. Oh Gott. Oh Mann, ey. Das wird so eine Fail-Compilation. Ich will das alles so cool machen und dann... Wo geht der denn auch hin immer? Was ist mit dem los? Halte deine Hände da, wo ich sie sehen kann, Halunke. Ja, wir stehen euch bei. Vielen Dank. Du gehst jetzt weg. Das kann ich nicht. Jetzt geht er auch plötzlich weiter, weißt du? Ich verschwinde von hier. Und wo ist jetzt hier ein Heuhaufen? Okay, es werden Gott sei Dank welche angezeigt. Ehre, verloren und gewonnen. Folgen Sie Yanichan in ihr Lager und finden Sie Tariq Baletti, um herauszufinden, wo er die von Manuel gekauften Waffen bringen ließ. Seien Sie vorsichtig, Ihre Verkleidung ist nicht perfekt. Tariq mit einem Luftattentat eliminieren. Selim versteht unsere Lage. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Listen, Selim ist ein Krieger, wie Osman und Mehmet. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Ein Diener unseres Sultans wurde von einem Ahmed hat des Sultans ruhige Art geerbt. Sie sind sich sehr ähnlich, verstehe ich. Haltet Ausschau nach allem, was euch verdächtig vorkommt. Ich will auch was. Schande komm über den Mörder, der einen geliebten Yanichan von uns nahm. Und wem das nicht passt, der Schande über dich abschaum! Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! Es schaut es heck! Lasst mich euch Platz machen. Oh,
Warum bleibt Ahmed hier in der Stadt? Er weiß, er ist nicht erwünscht. Er ist wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Er wartet, bis sein Vater stirbt, damit er den Thron besteigen kann. Schon gehört? Er bot Tariq ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Gott verfluche ihn. Ja, Deschlerim. Einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Behaltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Oh oh. Was Neues aus dem Norden? Selims Heer zog sich nach Warna zurück. Wohl unter schweren Verlusten. Ich bete für eine schnelle Lösung. Ja, aber in welche Richtung? Ich weiß es nicht. Mein Herz gehört unserem Sultan. Aber mein Verstand setzt auf Selim. Sultan Bayezid ist ein guter Mann. Ein guter Sultan. Doch er hat das Feuer verloren, das ihn groß machte. Nein, nein, er ist ein Krieger. Seht die Armee, die er gegen Selim aushob. Ein weiterer Beweis seines Abstiegs. Die Waffen gegen den eigenen Sohn zu erheben. Eine Schande. Ihr wollt die Wahrheit, damit zu eurer Leidenschaft entspricht, Effendim. Es war Selim, der euch... Komm schon mal gut durch, das ist ein gutes Zeichen. Ich muss da hinten hin. Der Führer ist heute beim Verhör draufgegangen. Sein Herz hat einfach versagt. Wie bei diesem merkwürdigen Ritter. Oh. Bei dem Schiffsunglück vor Isen. Tariq, eine Botschaft. Harry Collade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evid. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Effendim. Evid. Endlich. Tariq Baletti eliminieren. Okay, wir warten noch kurz ab. Guten Abend. Bis der weg ist. Mm.
Sehr gut. Ach, welch bittere Ironie. Ist das das Ergebnis von Süleymans Untersuchung? Ihr paktiert mit den Feinden des Sultans. Was dachtet ihr, was euch dieser Verrat einbringt? Es ist meine Schuld. Nicht der Verrat, nur Hochmut. Ich plante einen Hinterhalt. Ich wollte die Byzantiner angreifen, wenn sie sich sicher fühlen. Wie wollt ihr das beweisen? Seht, hier. Es führt euch zu den Byzantinern. In Kappadokia. Vernichtet sie, wenn ihr könnt. Ihr habt richtig gehandelt, Tarik. Vergebt mir. Beschützt meine Heimat, Assassine. Allah Ashkina. Stellt die Ehre wieder her, die wir verspielt haben. Langsam bin ich diese Uniform leid. Komm, lauf und nicht automatisch irgendwas anvisieren. Rennt um euer Leben! Das wird lustig. Oh Gott, Jungs, ey. Hab ich schon alle, verdammt. Was hab ich denn noch für Kirchköderbombe? Ja, gut. Hier läuft ein Mörder frei rum. Gott sei Dank gibt's Aufzüge. Ich muss meine Zeit zu gehen. Ich will nichts damit zu tun haben. Nettes Hühnerkostüm. Ich hab damit nichts zu tun. Nein. Gut. Mit diesen versuchten Tau nichts. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich verschwinde von hier. Okay, vielleicht brauche ich eher einen Punkt, weil ich komme denn irgendwie nicht. Irgendwie ins Wasser springen wäre schon nicht schlecht. Nichts damit zu tun. Ich renne mächtig. Weg hier. Ich muss fort von hier. Ja. Ich muss meinen Onkel besuchen. Ich muss. Nicht weg hier! Einfach nur weg hier! So, jetzt bin ich doch aus dem Freien weg. Komm. Yes! Gott sei Dank.